Moin moin und herzlich willkommen zu dieser neuen Buchrezension. Heute möchte ich über Fluchbrecher von Richard Schwarz sprechen. Das ist der Auftakt der Eisrabenchroniken. Ist gerade letztes Jahr 2018 erschienen, ist also seine neueste Reihe. Das Buch ist im Piper Verlag erschienen, kostet 17 Euro neu in dieser Klappbroschur und hat in etwa 470 Seiten. Ich habe das Buch als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen und sage vielen lieben Dank dafür an den Verlag. Denn ich wollte auf jeden Fall mal etwas von Richard Schwarz lesen. Wenn man sich so ein bisschen in der Fantasy, insbesondere der High Fantasy, auskennt, dann weiß man, dass Richard Schwarz der Autor der Askir-Reihe ist, die ja sehr, sehr begehrt, berühmt, beliebt ist. Ich habe mich da nie so richtig rangetraut, weil das durchaus sehr umfangreich ist. Aber ich war schon neugierig. Er hat auch noch weitere reingeschrieben, aber das ist jetzt seine neueste Reihe und ich dachte, das wäre vielleicht ganz gut, um den Autor näher kennenzulernen und ja, etwas von ihm zu lesen, weil mich eben auch hier die Idee so gefesselt hat, denn es ist ein Literatur-Rollenspiel-Buch. Und ich hatte ja schon mal sowas Ähnliches gelesen und zwar war das Play to Live von Dimitri Roos und das war eigentlich eine sehr, sehr ähnliche Thematik, aber das hat mich ja leider sehr, sehr enttäuscht von der Umsetzung, vom Schreibstil, von dem Protagonisten und von der gesamten Story, die überhaupt nicht rund war und wo mir irgendwie auch die ganze Geschichte gefehlt hat. Hier habe ich einfach viel mehr Erwartungen gehabt, weil eben Richard Schwarz ein sehr, sehr, ja, begehrter High-Fantasy-Autor ist und der das auch drauf haben sollte, eine neue Welt zu erschaffen. Und ich habe mir gehofft, dass es nicht zu oberflächlich ist, sondern auch eine sehr, sehr tolle Welt und tolle Geschichte hier erschaffen wird. Worum geht es eigentlich? Hier geht es um Alexandra, die eigentlich Kampfpilotin war, aber jetzt einen Unfall hatte und sie seit mehreren Jahren jetzt gelähmt im Krankenbett ihr Dasein fristet und auch ihren Lebenswillen langsam verliert. Es entwickeln sich aber neue Technologien, sodass sie geheilt werden könnte. Allerdings muss ihr Körper dafür ganz still liegen, aber ihr Bewusstsein, ihr Gehirn muss lebendig sein und aktiv sein. Wie macht man das? Man kann sie nicht einfach in ein Koma versetzen, denn dann ist ihr Gehirn auch nicht aktiv. Aber es wird versucht, ihr Bewusstsein in ein neues Online-Spiel hinüber zu manövrieren, sodass ihr Körper still liegt, aber ihr Bewusstsein, ihr Gehirn weiterarbeitet und so ihr Körper heilen kann. Das ist bisher noch nicht gelungen. Sie ist jetzt, was weiß ich, das 16. Versuchskaninchen. Bisher sind alle dabei gescheitert, umgekommen oder was auch immer. Aber bei ihr gelingt es. Sie kommt tatsächlich in das neue Online-Spiel Vorena hinein, ihr Bewusstsein. Und ja, sie kann sich jetzt halt wie so üblich in diesen Online-Spielen aussuchen, was sie für eine Klasse, was für sie eine Rasse sein möchte in diesem Spiel. Und wird für sie eben das Spiel als Ernstfall angesehen. Für andere ist es ja bloß ein Spiel, ein sehr, sehr realistisches Spiel, ja. Aber für sie ist es wirklich die Realität, denn als sie das erste Mal ja ihre Zehen wieder bewegen kann, laufen und gehen kann, ist das für sie einfach wahnsinnig ein tolles Gefühl. Und ja, deswegen ist sie allgemein ziemlich überwältigt, wie real dieses Spiel sich anfühlt. Und sie muss sich eben jetzt ein neues Leben da aufbauen, denn es wird einige Zeit dauern, bis ihr Körper wieder, ja, wieder geheilt ist. Viele Wissenschaftler, viele Ärzte beobachten das Ganze und beobachten sie, wie dieses Spiel halt, wie sie dieses Spiel jetzt spielt. Und ja, ihre Körperfunktionen werden halt eben auch überwacht. Sie trifft einige Freunde wieder, dieses Spiel jetzt auch spielen und natürlich aber mit VR-Brille oder mit einer Kapsel, in die man sich hineinlegen kann, damit das Spiel sich besonders echt und real und intensiv anfühlt. Aber so intensiv, wie Alexandra das spürt, spürt das natürlich keiner. Sie kann sich auch nicht ausloggen wie anderen, um ins Real Life, in das reale Leben zurückzukehren, denn sie ist dort halt einfach gefangen. Aber sie nimmt das ernst, sie möchte das und sie gewinnt dadurch auch immer so ein bisschen ja, ihren Lebensfunken wieder und man erfährt auch nach und nach immer mehr aus ihrer Vergangenheit und als sie auch auf ihre Freunde trifft, da merkt man, wie sehr sie sich zurückgezogen hat aus dem Leben und jetzt wieder so ein bisschen aufblüht.
Ja, sie muss mehrere Questen erledigen, sie muss Reiche erobern, sie muss sich gegen Feinde behaupten und Freunde finden und natürlich hochleveln. Das wird hier in dem Buch auch auf jeden Fall sehr intensiv beleuchtet. Also wenn man damit überhaupt keine Berührung hat, vielleicht noch nie so ein Online-Spiel gespielt hat und einen das auch überhaupt nicht interessiert, dann sollte man vielleicht erstmal Probe lesen, ob es überhaupt etwas für einen ist, weil es wird wirklich sehr drauf Fokus gelegt, wie man überhaupt hochlevelt, wie sie ihre Erfahrungspunkte verteilt und ihre Fähigkeiten einsetzt und ja, was für Charaktereigenschaften der Gegenüber hat. Es gibt auch immer so Tabellen, wo dann alles aufgeschlüsselt ist in Stärke, Konstitution, Intelligenz und so weiter. Und wenn einen das nicht interessiert, dann ist das vielleicht nicht ganz so das Buch für einen. Aber man muss nicht dafür irgendwie Online-Spiele gespielt haben. Man kommt da, glaube ich, auch so schnell rein. Es gibt hinten auch noch mal so ein kleines Verzeichnis mit Abkürzungen und mit Wörtern, die man vielleicht in dieser Gaming-Sprache hat und die übersetzt werden oder die Bedeutungen werden da halt dann aufgeschrieben. Also ich glaube, dass man nicht unbedingt ein Spiel-Nerd sein muss, um das Ganze überhaupt zu verstehen. Ja, also so viel erstmal zum Inhalt. Ich hatte also große Erwartungen daran wegen des Autors und weil ich das, die Idee einfach so toll fand und von diesem ein Play to Live von Dimitri Rus einfach so enttäuscht war, aber einfach nicht die Idee wegwerfen wollte, weil ich glaubte, dass man die auch einfach gut umsetzen kann. Leider war ich, bin ich jetzt nicht völlig begeistert von diesem Buch, sondern auch ein bisschen enttäuscht. Vielleicht waren meine Erwartungen einfach zu hoch, dass Richard Schwarz hier noch viel mehr in die Tiefe geht und eine tolle Welt und eine tolle Story erschafft. Denn ein großer Kritikpunkt war einfach hier für mich, dass es keine runde Story hatte, dass es für mich keine fortlaufende Handlung gab, sondern dass man einfach Alexandra beim Questen und beim Aufbauen ihres Reiches zugeguckt hat und irgendwie ist die Story nicht vorangekommen. Es kann natürlich sein, dass es einfach nur, ja, einfach nur der Auftakt ist und deswegen einfach nur eingeleitet hat die Story und im zweitens dann weitergeht. Aber ich finde auch, ein einzelner Band einer Reihe sollte für sich stehen, auch eine runde Story haben. Und das hatte es nicht. Es ist hier einfach irgendwann, hat es hier, war hier Schluss, hat es aufgehört. Und ich denke mal, im zweiten Band, der jetzt auch gerade frisch erschienen ist, wird es dann nahtlos weitergehen. Das finde ich ein bisschen schade, dass es hier keine aufgebaute Story gab. Aber was ich ganz cool fand eben und was eben ein bisschen mehr in die Tiefe ging als das andere Buch, was ich von diesem, ja, von dieser Idee gelesen habe, ist, dass das Spiel scheinbar auch einen Zweck erfüllen soll, innerhalb der Gesellschaft, im realen Leben und irgendwie auch was mit der Menschheit zu tun haben soll. Und die Rolle von Alexandra ist wohl auch eine große. Sie hat wohl eine Aufgabe zu erfüllen in diesem Spiel, die sie aber selber nicht weiß. Sie soll einfach so spielen, wie es ihr beliebt, wie sie möchte, wie sie im realen Leben halt eben auch wäre oder spielen würde, leben würde, entscheiden würde, wie auch immer. Und sie soll aber trotzdem einen bestimmten Zweck erfüllen und dieses gesamte Spiel halt eben auch. So denke ich, dass es doch ein bisschen in die Science Fiction, in Dystopie hineingeht und Gesellschaftskritik ausüben wird irgendwann. Und das hat mir wiederum gefallen, weil es dem Ganzen so eine gewisse Tiefe gegeben hat. Und Alexandra, die Figur, die sie nachher spielt in diesem Spiel, hat auch eine Vorgeschichte, was ich auch gut fand. Dann hatte man, ist man erstmal in dieses Spiel hineingekommen, es gab eine Vorgeschichte und das Ganze ist eben auch auf ihr Leben, auf ihre Eigenschaften abgestimmt, sodass das Ganze sie auch sehr bewegt. Also das hat immer Berührungspunkte mit ihrem realen Leben, ob das ihre Schwester ist, ob das ihre Familie ist, ob das ihre Freunde sind. Das alles hat so ein bisschen Berührungspunkte damit und Parallelen zu ihrem realen Leben, damit sie das auch Ganze so ja, bewegt und als ihr eigen anerkennen kann. Das fand ich auch ganz toll. Man muss wissen, dass es hier mit einem gewissen Humor geschrieben ist, umgangssprachlich ist und das hat mir auch gut gefallen. Also dieser Humor, dieses Rotzige von Alexandra oder Alex.
Hat mir auch gut gefallen. Aber was mir am Schreibstil gar nicht gefallen hat, und das hat sich leider durch das ganze Buch gezogen und ja, dem konnte ich leider nichts abgewinnen, ist, das Ganze ist aus Alexandras Sicht geschrieben, aus der Ich-Perspektive, was ich eigentlich sehr mag, weil man der Figur sehr nahe ist und ihren Gedanken und Gefühlen folgen kann. Aber hier wird immer das Ich weggelassen. Also immer, wenn sie von sich redet, dann sagt sie, bin gerade auf einem Pferd und sitze gerade in einer Taverne und mache, also es wird immer das Ich weggelassen, nicht immer, aber sehr, sehr oft. Und das soll vielleicht bewirken, dass man den Gedanken von Alexander noch näher ist, dass es noch ja, näher dran ist, umgangssprachlicher ist, aber es hat für mich leider keinen Reiz ausgemacht. Im Gegenteil, für mich wirkte das einfach dann doch ein bisschen zu oberflächlich und zu umgangssprachlich. Auch wenn mich der Humor immer wieder ein bisschen getröstet hat, hat mich auch der Humor nicht immer abholen können. Und deswegen, ja, war für mich der Schreibstil leider nicht so gut. Da habe ich denn doch auch ein bisschen mehr erwartet von dem Autor. Leider war es das auch noch nicht mit meinen Kritikpunkten an diesem Buch, denn zusätzlich fand ich einfach, dass die Protagonistin, die Alexandra, einfach zu unbesiegbar war. Ihr ist alles viel zu leicht gefallen in diesem Spiel. Also sie hat erstmal sowieso Vorrechte und besondere Privilegien von den Spielemachern zugeschrieben bekommen. Okay, dass unsere Protagonistin was Besonderes ist, das haben wir oft in High Fantasy, dass wir Helden haben, dass sie etwas, ja, irgendwie eine besondere Fähigkeit haben. Aber ich finde, das entwickelt sich erst oder das stellt sich irgendwann erst heraus und sie sollten auch Schwierigkeiten haben. Aber das hat sie nicht. Sie ist einfach imbar. Sie ist einfach unbesiegbar und es fällt ihr einfach viel zu leicht alles. Und sie levelt und levelt und levelt auf und kriegt immer mehr Geld, Geld, Geld. Und das fand ich total unnötig. Und ja, dadurch hat sich auch die Spannung hier total gelegt. Es ist ihr ja eh immer alles geglückt. Und wenn sie dann mal Probleme gehabt hat, dann ist sie durch irgendeine Fügung oder durch ihre mächtigen Fähigkeiten wieder da herausgekommen. Fand ich wirklich sehr, sehr schade, dass ich das hier nicht endlich. Was soll da jetzt noch kommen? Also sie wird immer mächtiger und bekommt keine Rückschläge. Und ja, natürlich hat sie Schwächen, aber das erfährt man eher so aus der Vergangenheit, was für Schwächen sie hat. Und jetzt auf einmal ist sie total stark und sie ist eine große Herrscherin auf einmal und alle verneigen sich vor ihr und ach nee, das fand ich sehr, sehr schade. Außerdem war die Protagonistin total notgeil, egal ob Männlein oder Weiblein an ihr vorbeigegangen sind oder sie irgendjemanden kennengelernt hat. Sie hat erstmal überlegt, ob das vielleicht ein potenzieller sexueller Partner oder Partnerin für sie wäre. Und das hat mich irgendwann genervt. Ich weiß nicht, ob das lustig sein sollte, ein, zweimal okay, aber irgendwie beim dritten, vierten, fünften Mal haben wir es ja verstanden. Sie hat es sehr nötig. Und ja, dann habe ich auch gedacht, ja komm, dann pimper jetzt endlich mal, damit wir endlich zu anderen Handlungssträngen der Story kommen können. Aber das hat sich leider auch durch das ganze Buch durchgezogen. Auch schade fand ich, dass es hier gar nicht so sehr ums Rumreisen ging und um die Welt zu entdecken und um Questen zu machen. Klar, es gab Questen, aber sie ist eher vor Ort geblieben und hat sich da ihr Dorf aufgebaut und man hat mitgekriegt, wie sie halt ein paar Flüche bricht und vor Ort so einige Untertanen bekommt und die das Dorf mit aufbaut und ja, sich Freunde macht und dann vielleicht mal in die nächste Stadt reist, um dort einzukaufen und dort einiges kennenzulernen. Das mag auch in den nächsten Bänden kommen, aber für mich sind einfach diese Online-Games auch eben dafür da, um rumzureisen und um die Gegend zu erkunden und um Questen zu machen. Und ja, für mich war das viel zu schnell, zu sesshaft, sage ich jetzt mal, weil sie da einfach direkt vor Ort, wo sie gewesen ist, halt ihre Heimat aufschlägt. Und auch das fand ich so ein bisschen schade, da habe ich so ein bisschen was anderes erwartet. Eigentlich sind das für mich so viele negative Punkte, dass ich gesagt habe, ich möchte diese Reihe nicht weiterverfolgen. Dennoch gibt es so ein paar Sachen, die mich dann doch irgendwie gefesselt haben, wie zum Beispiel der Humor oder eben zu wissen, was ist denn jetzt dieser Zweck dieses Spiels und was ist eigentlich Alex' Aufgabe, die sie eben in diesem Spiel hat. Das wird in dem ersten Teil leider nicht aufgeklärt. Das würde ich
ich schon ganz gerne wissen. Und vielleicht bekommt dadurch dann auch die Reihe ein bisschen mehr Tiefe. Und was dann ich auch ganz toll fand, es gab so einige Figuren, die dann hier aufgetaucht sind oder Wesen, sag ich mal, die mich einfach packen konnten. Zum Beispiel ist das einmal ein riesiges, schwarzes, untotes Zombie-Pferd, was hier auftaucht. Also Alex hat halt eben die Gabe, dass sie Untote aufstehen lassen kann und sie zu ihren Gefolgsmännern machen kann, also dass die für sie kämpfen. Und sie hat eben auch ein Pferd wiederbelebt und dadurch sieht es halt einfach noch größer und monströser aus. Aber dieses Pferd hat eine total sanfte Seele und auch jetzt als Zombie-Pferd eben noch mit seinen roten glühenden Augen, wo alle total erschreckt sind, wenn sie es sehen. Und es hat auch eine unglaublich Fähigkeiten, die es einsetzen kann und auch weiter, wenn es weiter gelevelt wird. Ja, aber eben eine total sanfte Seele. Und das Pferd mochte ich zum Beispiel sehr, sehr gerne und eben diese zwei, ja, dieses Ambivalente daran. Und ziemlich zum Schluss taucht noch mal ein kleiner Drache auf, der ziemlich frech und ungestüm ist. Und ja, ihr wisst ja, Drachen, da werde ich schwach. Und der hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich finde das Cover auch irgendwie ganz cool. Man sieht hier zur Hälfte eben auf der einen Seite eine moderne Stadt und auf der anderen Seite ein mittelalterliches Dorf. Und wir haben hier einmal ihre Kampfpilotenausrüstung und dann hier eben ihre Lederkostüm. Aber insgesamt waren es eigentlich einfach zu viele negative Punkte und es war mir dann doch insgesamt zu oberflächlich und zu flach, als dass ich da weiterlesen möchte. Wenn irgendjemand den ersten und den zweiten jetzt auch schon gelesen hat und vielleicht meine Kritikpunkte jetzt hört, kann er ja vielleicht oder sie in den Kommentaren mal schreiben, ob das besser wird oder ob mir empfohlen wird, ja, gib die Reihe noch nicht auf und versuche es weiter, dann würde ich vielleicht dem zweiten noch mal eine Chance geben, aber ich kann diesem Buch nicht mehr als 3 Sterne geben. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt 3 Sterne werden, aber doch diese paar positiven Punkte und diese paar Wesen und diesen paar Humormomente, die ich hatte, ja, die haben es vielleicht wieder ein bisschen rausgerissen. Aber macht euch da vielleicht ein eigenes Bild, lest mal rein. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen etwas über dieses Buch erzählen, euch das Buch ein bisschen näher bringen. Jetzt freue ich mich auf eure Kommentare und ich wünsche euch noch eine schöne, lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.